Hallo und herzlich willkommen zum Wochenendwetter mit den Aussichten. Grüezi miteinander und grüß Gott beim Wetter. Problematik zuerst heute für den Freitagnachmittag und Abend mit den Gewittern in der Osthälfte Sachsens, in der Osthälfte Brandenburgs und auch in Vorpommern. Die alte, feuchte Dampfluft muss dort noch weggeräumt werden und das geht eben nicht ohne diese örtlich kräftigen Gewitter. Es ist nicht eine einheitlich breite Front, die da durchgeht, sondern die einen erwischt ziemlich hart mit Hagel auch wieder und Sturmböen und Gedöns. Und die anderen, bei denen geht es mit ein paar Tröpfchen und mal einem kurzen Gepuste ab. Was allerdings einheitlich ist, ist dahinter die deutlich kühlere Luft. Dieser erste Sommerversuch ist jetzt zunächst mal vorbei und er ist auch für eine Weile vorbei. Also Richtung Wien, Österreich, da hält es noch ein bisschen länger, aber auch dort kommt dann allmählich die kühlere Luft mit den Gewittern von morgen. Aber jetzt komme ich schon wieder ahead of myself, wie man das im englischsprachigen Bereich sagen würde. Ich bin einfach zu schnell, beziehungsweise jetzt schon wieder nach Wien gesprungen. Ich wollte noch in Deutschland bleiben, angesichts der Hagel-Glatteis-Unfälle von gestern einfach nochmal zu sagen, wenn Sie vor sich sehen, dass Sie nichts mehr sehen, dann bedeutet das, da vorne passiert was. Und Nebel wird es nicht sein jetzt im Sommer, also ist es Hagel. Und Sie können jede Form von Unfall einfach vermeiden, indem Sie schon bremsen, bevor Sie im Hagel drin sind. Weil wenn Sie bremsen im Hagel, dann ist eben das Problem, dass Sie die Bodenhaftung verlieren können, weil es eben einfach auf Eis ist und auf Kügelchen und dann fliegen Sie dann je nachdem einfach ab. Also wenn Sie die Autobahn vor sich nicht mehr sehen, dann bewegen Sie die Räder durch die schwere Masse und denken sich, das wird einen Grund haben und langsam reinfahren und langsam gucken, was da passiert. Oder wenn Sie das Problem auch vermeiden wollen, dass irgendein Idiot mit 200 dann von hinten in Sie reinfährt, weil er Sie im Hagel nicht sieht, der Sie dann sinnvollerweise nur noch mit 30, 40 voranfahren, kurz rechts ran, wenn nicht zu viel Verkehr ist. Wenn es ganz viel Verkehr ist, dann ist auch doof, aber dann ist meistens auch die Möglichkeit nicht da, 240 zu fahren. Also die Gewitter heute Abend dann in Deutschland durch, Einzelschauergewitter auch noch in den Arnoide Bergen in der Schweiz. Und die letzten Schauer und Gewitter dann auch morgen im Osten Österreichs angekommen, Wiener Becken und so weiter. Dann kommt auch dort die kühlere Luft, obwohl es in Österreich eigentlich auch nach den Gewittern ganz nett ist, was fast überall gleich ist, dass der Sonntag ein freundlicher Tag ist. Auch in Deutschland und in der Schweiz auch. Samstag noch zum Teil nur noch kurz reingesprutzt, noch ein paar Schauer. Am Nachmittag ist dann meistens vorbei, auch in Deutschland. Und dann gibt es fast überall einen freundlichen, netten Samstagabend und einen schönen Sonntag. Nicht mit den brüllenden Temperaturen, aber so typischerweise zwischen 20 und 25 Grad. Und das ist ja auch ganz nett. Gute Nachricht für den Norden und Nordosten und Osten Deutschlands. Dort ist es trotz dieser Abkühlung jetzt nicht dramatisch kühl. Also Hamburg und Berlin ist auch immer noch Montag ganz okay. Dienstag wird es dann langsam aber sicher dann Richtung Wochenmitte schauriger und auch kühler. Aber dort dauert es noch ein bisschen und auch Wien eben die ganze kommende Woche eigentlich noch relativ freundlich und warm. Mit jedem Kilometer Richtung Süden, Richtung Mitte und Süden Deutschlands, da ist dann schon wieder der Montag verschauert und vergewittert. Ganz im äußersten Westen und Südwesten Deutschlands übrigens nicht ausgeschlossen, dass auch am Sonntagabend schon die ersten Schauer und Gewitter reinkommen. In der Schweiz einfach nur ein schönes Sonntag und dann fängt es wieder an und ist dann auch deutlich kühler. Temperaturen dann meistens 120 Grad im Laufe der nächsten Woche. Also der Sommer ist zuerst mal auch wieder vorbei und man muss wieder warten auf den nächsten Versuch. So schnell wird der Sommer nicht wiederkommen, wie es aussieht, so die nächsten 10, 12 Tage einfach durchschnittliche Temperaturen für diese Jahreszeit. Und das bedeutet eben unter 25 Grad. Das ist jetzt noch nicht üblich. Im Mai, nicht vergessen, Sie leben in Deutschland, in der Schweiz oder in Österreich. Sie sind jetzt noch nicht sommerberechtigt, also zicken Sie nicht rum. Das ist ganz normal. Bis dann, schönes Wochenende, auf Wiederluege und tschüss.